Robert als Teenager seinen Lehrer verführt. In Sims 4. Bevor wir das Drama starten, muss ich eine Sache loswerden. Dieses Video dient ausschließlich zur Unterhaltung. Ich wiederhole mich. Ausschließlich zur Unterhaltung. Wenn ich so drüber nachdenke, sollte ich das, glaube ich, immer alle meine Videos sagen. Also bitte, zündet keine Häuser an. Entführt irgendwelche Tiere. Oder sperrt Kinder in euren Keller. Und was ganz wichtig ist, bitte abonniert diesen Kanal. Und liked das Video, wenn es euch gefällt. Danke. Wir testen das heute mit Elena. Und Elena wohnt mit ihrer Mama in diesem bescheidenen Häuschen in... Copperdale. Und gerade findet offensichtlich das Begrüßungskomitee statt. Elena und ihre Mama Mila sind nämlich neu in der Stadt. Die Frau hier ist übrigens die Direktorin von unserer Schule. Und vielleicht ist auch schon unser Lehrer hier dabei. Wer weiß. Elena macht gerade auf jeden Fall mal brav auf den letzten Drücker ihre Hausaufgaben. Wir haben 10 am Abend, morgen geht die Schule los. Und es ist ihr allererster Schultag. Da kennt ihr das, so auf den letzten Drücker Hausaufgaben machen. Vielen Dank übrigens auch an Muckele99 für Elena und an Guybrush7708 für ihre Mama Mila. Und dieser Nachbar sitzt jetzt alleine draußen in unserem Garten und isst den Kuchen, der ihm offensichtlich nicht schmeckt. Und da Elena gerade fertig geworden ist mit ihren Hausaufgaben, gehen wir jetzt runter zu ihm. Er ist im Badezimmer, Leute. Ich hoffe ja irgendwie so stark, dass das unser Lehrer ist. Und dann klopft einfach ein Vampir an unsere Tür. Ganz normale Dinge, die bei Sims 4 halt passieren. Und die Direktorin schläft einfach im Bett von unserer Mama. Was läuft zwischen den beiden? Leute, ihr wisst, ich liebe eine gute Queer-Love-Story. Aber was passiert jetzt? Die andere Nachbarin schläft jetzt auch im Bett von unserer Mutter? Führt unsere Mutter eine Beziehung mit zwei Frauen? Ich meine, I'm here for it. Aber wir schalten jetzt mal alle Lichter aus und sind dann sehr gespannt, wer morgen unser Lehrer ist. Während unsere Mama sich alleine mit dem Vampir vor der Tür unterhält. Gar nicht unheimlich. Guten Morgen, Elena. Gleich geht dein erster Schultag los. Oh mein Gott, dieser Blick. Ich fühle ihn so sehr. Aber es wird ein ganz ereignisreicher Tag. Elena wird sich heute nämlich verlieben. Wir müssen sie jetzt aber zuerst mal umziehen. Dann frühstücken wir mit ihrer Mama. Einer deiner Sims muss nämlich zum Unterricht. Und wir gehen natürlich mit. Und hier gehen wir jetzt zur Schule. Wow, was für ein wundervolles Wetter. Wir haben noch 2 Stunden Zeit, bis die Schule beginnt. Okay, die Direktorin denkt auch schon über die Liebe nach. Da interessiert es mich jetzt aber brennend, was die am Computer treibt. Wollen wir wahrscheinlich gar nicht so genau wissen, denn wir bleiben hier Hashtag familienfreundlich. Noch. Und da kommt direkt ein zweiter Schüler rein. Die Direktorin gibt ihm jetzt sicher die Aufgabe, dass er uns die Schule zeigt. Bye. Wir haben hier auch nochmal ganz viele Schüler. Und eine Lehrerin. Lehrerin der Klasse 1. Die liebe Rita. So heißt meine Oma. Leute, ich weiß es nicht. Wir können offensichtlich durch Wände durchgehen. Und wie alle Schüler beim Handy da sitzen. Also ganz ehrlich, ich als Lehrerin würde jetzt durchdrehen. Hallo, liebe Schüler, willkommen zur ersten Stunde im neuen Schuljahr. Natürlich starten wir mit dem besten Fach von allen, Mathematik. Mathematik kann übrigens auch ganz viel Spaß machen, denn welches Tier kann addieren? Ein Oktopus! Keine Ahnung, was die Lehrerin gerade... Wow, für Kunstwerke an die Tafel malt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich Mathematik als Kunst bezeichnen würde. Aber dieser junge Mann hier ist der Lehrer der Klasse 2. Leute, ich glaube, wir haben unser Zielobjekt gefunden. Wir haben gerade Mittagspause und hier treffen wir jetzt das allererste Mal auf diesen Lehrer und wir werden uns direkt freundlich vorstellen. Und wir verwickeln ihn auch direkt in ein Gespräch. Unser Lehrer mag Videospiele. Oh mein Gott, der ist mir direkt sympathisch. Die beiden sind halt einfach sofort auf einer Wellenlänge. Oh, und der Unterricht geht jetzt weiter. Das heißt, es trennen sich unsere Wege. Wie heißt er eigentlich? Angelo. Haben wir jetzt einfach schon wieder Mathematikunterricht? Boah, ey, schlimmster Schultag ever. Und es wäre so schön, wenn wir die Klasse wechseln könnten. Können wir die Direktorin dazu überreden? Die Direktorin ist nicht mal auf dem Grundstück. Okay, alles klar. Die hat offensichtlich schon Feierabend. Aber ich kenne das zu gut, wenn man eigentlich lieber in einer anderen Klasse wäre, wegen einem Lehrer. Und jetzt nicht aus dem Grund, warum Elena die Klasse wechseln will. Auf gar keinen Fall. Wir können jetzt wieder nach Hause gehen. Aber Elena bleibt natürlich länger in der Schule. Wir sagen einfach, wir brauchen Hilfe bei den Hausaufgaben. Oh, was passiert hier drüben? Einfach eine Schlägerei. Ich find's auch gut, wie die Lehrer nicht mal eingreifen. Ganz normal. Okay, aber er hat sich jetzt gerade von uns verabschiedet. Aber Elena ist halt richtig obsessed mit ihm und macht jetzt noch heimlich Bilder von ihm, bevor er dann nach Hause geht. Wir sind zu Hause, haben gerade unsere Hausaufgaben fertig gemacht. Und jetzt würde es mich interessieren, ob ich den Lehrer im Internet finde. Ja, tatsächlich. Und so fangen wir jetzt an, heimlich mit ihm zu chatten. Oh nein, und ich sehe gerade das Bild, das wir beim Lehrer gemacht haben. Ist leider nichts geworden. Da muss Elena wohl noch mehr Bilder von ihm machen. Oh, aber es ist 4 Simoleons wert. Das gönnen wir uns. Seht euch an, wie die Beziehung hochgeht. Aber es fühlt sich auch so falsch an, was ich hier gerade mache. Ich heule gerade innerlich ein bisschen. Es ist der nächste Tag. Wir sind extra früh zur Schule gekommen, damit wir noch ein bisschen Zeit mit Angelo verbringen können. Oh, wartet. Bevor wir nämlich mit ihm reden, machen wir jetzt
noch heimlich ein Bild von ihm. Ja, perfekt, wie er so an der Tafel steht. Ich habe jetzt 5 Bilder gemacht, eines wird schon gut sein. Ja, perfekt. Das sind circa 50 Pixel, aber es zählt. Wir machen ihm sofort ein Kompliment. Die beiden haben nämlich bis spät in der Nacht miteinander geschrieben, seht euch an, wie weit ihr Freundschaftsbalken schon oben ist. Und wie er sofort alles stehen und liegen lässt und anfängt mit ihr zu plaudern. Aber da muss sie schweren Herzens den Raum verlassen. Ihr Unterricht geht jetzt nämlich los. Der Unterricht ist auch schon fertig und jetzt ist sie ganz mutig. Sie kennt sich in der Stadt ja noch nicht aus. Und deswegen wird sie Angelo jetzt fragen, ob er ihr ein bisschen was von der Stadt zeigen kann. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall mal einen Spind aussuchen und wir werden ihn direkt dekorieren. Oh mein Gott, wie cool. Sie fühlt sich einfach so wohl an der Schule. Und das alles nur wegen Angelo. Und wir werden uns jetzt hier auch dazusetzen. Von hier aus können wir nämlich auch gut heimlich wieder ein Foto machen. Angelo hilft gerade dieser Schülerin bei den Aufgaben und wir machen heimlich ein Foto von ihm. Und dieses Foto gefällt ihr offensichtlich richtig gut. Und der Abschlussball steht vor der Tür. Leute, ich habe gerade einen Plan. Angelo hat uns ja gesagt, er wird uns ein bisschen was von der Stadt zeigen. Das ist der Bubble Tea Laden. Hier gibt es aber auch Klamotten. Wir suchen uns jetzt nämlich ein Kleid für den Abschlussball raus und zeigen es dann Angelo. Also die verbringen jetzt einen richtig schönen Nachmittag gemeinsam und Elena ist richtig übermütig. Und deswegen wird sie jetzt gemeinsam mit Angelo ein Kleid für den Abschlussball suchen. Wir zeigen ihm den Look aber erst am Abend und gehen jetzt noch gemeinsam eine Runde spazieren, während im Hintergrund die Sonne langsam untergeht. Und ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir ein bisschen flirten. Hallo, Angelo, halt, stopp. Elena fängt jetzt nämlich wirklich an, mit ihrem Lehrer zu flirten. Davor war alles noch ziemlich freundschaftlich. Also eh schon viel zu viel. So eine Beziehung mit einem Lehrer haben ist definitiv nicht okay, Leute. Aber jetzt wird es richtig ernst. Und wir haben gerade erfahren, dass er Single ist. Sehr gut. Und wir sind jetzt sehr selbstsicher, Leute. Und der Liebesbalken ist ein bisschen nach oben gegangen. Oh-oh. Leute, es ist soweit, wir sind beim Abschlussball. Und ich sehe da hinten auch schon unseren Lehrer. Ah, Leute, ich kann nicht alles. Ich muss da jetzt hin. Und mal wieder heimlich ein Foto von ihm machen. Und dann gehen wir rein und wir haben natürlich nur Augen für ihn. Und die beiden umarmen sich einfach schon. Wir haben jetzt ein paar Tage später und seht ihr, wie gut die beiden sich verstehen. Der Liebesbalken ist auch schon ein bisschen größer geworden. Seht ihr, wie er lacht, wenn er mit ihr zusammen ist. Wir müssen hier jetzt auf dem Abschlussball natürlich auch Sachen erledigen. Zum Beispiel tanzen. Ich würde so gern mit dem Lehrer tanzen. Zusammen als Pärchen tanzen. Oh, können wir leider nicht mit dem Lehrer. Aber langsam zusammen tanzen, das können wir mit ihm. Oh mein Gott, das können wir doch nicht machen, Leute. Nee. Er wird uns jetzt auch sagen, hey, misch dich mal unter die anderen Schüler. Ich gehe jetzt auch mal zu den Lehrern. Das hat jetzt überhaupt nicht gefallen. Denn Elena wollte natürlich mit ihm tanzen, aber er hat nein gesagt. Nicht vor allen anderen. Wir tanzen, haben aber weiterhin nur den Lehrer im Blick. Wir können hier drüben übrigens auch abstimmen, wer Abschlussball König oder Königin wird. Und dann überreden wir den Lehrer, dass er mit uns gemeinsam ein Foto macht. Und zwar ein romantisches Foto. Oh mein Gott, sie kommt sich zum ersten Mal näher. Da drinnen sieht sie nämlich keiner. Und wir leider auch nicht. Aber wir schauen mal, was da dann für ein Foto rauskommt. Oh mein Gott, viel Spaß euch beiden. Zärtlicher Schnappschuss. Die Art von Fotos, die man der Familie am besten nicht zeigt. Was ist auf diesem Bild drauf? Oh mein Gott, das ist schon Hardcore-Flirty. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ihr Lehrer. Krass. Einfach nur krass. Der Abschlussball ist jetzt vorbei. Wir werden gerade zur Afterparty eingeladen. Aber wir werden da jetzt nicht hingehen. Wir werden nämlich mit dem Lehrer hier auf dem Grundstück bleiben. Die Lehrer waren jetzt nämlich dafür verantwortlich, hier aufzuräumen. Die Schüler sind alle feiern gegangen. Alle außer Elena. Die ist hier geblieben mit ihrem Lehrer. Und jetzt sind auch nur noch die beiden hier, Leute. Und Elena wird jetzt ihren ganzen Mut zusammennehmen. Sie wird ihm jetzt gestehen, dass sie sich angezogen fühlt. Und er würde sie gerne abweisen, aber er empfindet ja das Gleiche. Und deswegen wird er Elena jetzt einfach küssen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich dreh grad durch. Wir haben gerade eine Affäre angefangen mit unserem Lehrer, Leute. Jetzt geht's los. Die beiden können sich jetzt nämlich gar nicht mehr widerstehen. Es ist Montag, plötzlich liegt Schnee. Frag mich nicht warum. Und wir haben mit dem Lehrer nicht mehr geredet seit dem Abschlussball. Er hat uns auch seit dort ignoriert. Das lassen wir aber natürlich nicht auf ihm sitzen. Eigentlich hat der Lehrer sich jetzt vorgenommen, Elena einen Korb zu geben. Aber wie er sie dann sieht, kann er gar nicht anders. Und die beiden werden sich jetzt einfach wieder küssen. Wir haben auch noch eine Stunde Zeit, bis der Unterricht wieder anfängt. Und wir schicken die beiden jetzt mal hier rein. Okay. Sie treffen sich offensichtlich in der nächsten Pause. Wir müssen jetzt nämlich wieder am Mathematikunterricht teilnehmen. Oh mein Gott, Elena kann sich wahrscheinlich noch weniger konzentrieren jetzt. Aus irgendeinem Grund ist ihre Mama zu Hause auch gerade kokett. Wer weiß, was die gerade treibt. Okay, Leute, es ist soweit. Wir haben Pause. Und damit haben sie jetzt ihr erstes Mal, oh mein Gott, in der Dusche, in der Schule, mit ihrem Lehrer. Und ich hoffe, sie haben die Tür abgesperrt. Das wäre so sehr ungünstig. Wenn alle anderen sich gerade das Mittagessen gönnen, gönnt sich Elena ganz was anderes. Oh oh, oh oh.
Oh, 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 no. No, 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 no. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Hausmeister. Leute, was machen wir jetzt? Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Oh mein Gott, die müssen sich da jetzt rausschleichen, Leute. Es ist zum Glück ein alter Mann. Wir tun einfach so, als ob er nicht gut hört. Oh mein Gott, war das knapp. Und was haben wir hier? Ein kleines Mittagsmenü. Ja, wisst ihr was? Das gönnen wir uns jetzt einfach. Und danach machen wir, glaube ich, den Schwangerschaftstest, Leute. Und jetzt wird es ernst. Während alle anderen gerade am Unterricht teilnehmen, wird Elena auf einmal richtig schlecht. Und das könnte an dem kleinen Menü liegen. Aber es könnte auch dran liegen, dass sie schwanger ist. Oh mein Gott, das ging schnell. Ja, wir sind tatsächlich schwanger vom Lehrer. Für zwei Essen. Und Hauptsache, wir gehen einfach direkt in sein Klassenzimmer. Ja, damit kann Elena jetzt definitiv nicht warten. Sie wird jetzt reingehen und wird sagen, Herr Professor Morlin, die Direktorin muss Ihnen was Wichtiges mitteilen. Und dann werden wir ihm draußen eben mitteilen, dass wir schwanger von ihm sind. Wir warten jetzt auch noch, bis er Zeit für uns hat. Und sobald sie alleine sind, wird Elena ihn einfach sofort küssen, obwohl da gerade noch Schüler waren. Vor der Tür. Und er hat Elena jetzt nach Hause gebracht. Denn Angelo wird ihr jetzt das Herz brechen und sie bitten, nur Freunde zu sein. Denn das alles war ein sehr, sehr großer Fehler für ihn. Elena ist natürlich absolut außer sich. Die hat sich schon die Zukunft mit ihm und dem Kind vorgestellt. Aber er lässt sie jetzt einfach stehen. Die Mama hat das mittlerweile mitbekommen. Versucht, ihre Tochter jetzt aufzumuntern. Versucht, für sie da zu sein. Aber Elena wird ihr natürlich noch nicht erzählen, was passiert ist. Sie hofft nämlich, sie kann die Beziehung zu dem Lehrer noch retten. Es ist der nächste Tag. Wir sind wieder in der Schule. Und natürlich rennt Elena als erstes wieder zu ihrem Lehrer rüber. So wie jeden Morgen. Der bereitet jetzt noch die letzten Dinge für seine Klasse vor. Hat natürlich schon mit Elena gerechnet, die todtraurig ist. Oh mein Gott, aber plötzlich wieder glücklich ist, weil sie Angelo sieht. Das ist einfach zu wild, die Beziehung von den beiden. Doch dann schwingt die Tür auf. Und rein komm ich. Denn Leute, Wii U, halt, stopp, Polizei. Wir werden den Lehrer jetzt einfach verhaften. Wir stellen uns jetzt grob vor und dann nehmen wir ihn mit. Er hat sich natürlich selber gestellt. Die Direktorin hat das jetzt alles auch mitbekommen. Die beiden werden jetzt natürlich von uns verhört. Und wir wollen ganz genau wissen, was hier jetzt passiert ist. Und wir lernen raus, bitte fang keine Affäre mit eurem Lehrer an. Was passiert, wenn man als Teenager seinen Lehrer verführt?